Hallo, mein Name ist Anna-Laura Kiffender-Vier, meine Schule ist College Teutonia und ich lese A2 in Xenomagic. Freunde, Jim sieht traurig auf die Uhr im Wohnzimmer. Es ist Samstag, 20 nach 3. In 10 Minuten geht es los, das Topspiel in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München, mit 42.000 Fans hier im Leipzig-Stadion. Auch Betz und Nora sind dabei, aber leider ohne Jim. Vorsichtig legt Jim sein Bein mit dem dicken Verband auf das Sofa. Er hat Schmerzen, aber nicht nur das Bein tut weh. So ein Pech! Am Montag war die Welt noch in Ordnung. Und wie? Mats hatte in der Pause die große Überraschung. Hey, mein Vater hat Ticket für uns. Leipzig gegen Bayern. Freikarten von seiner Firma. Wir schauen das Spiel an. Wir drei zusammen. Und dann am Dienstag der Unfall. Jim fährt mit dem Skateboard nach Hause. Er fährt zu schnell. Plötzlich liegt er auf der Straße. Alles tut weh. Vom Allen das linke Bein. Du hast Glück gehabt, hat die Ärztin gesagt. Wir brauchen keine Operation, aber du bekommst einen dicken Verband und du musst eine Woche ruhig zu Hause bleiben. Oh je. Bis gestern hat Jim noch gehofft. Er kann schon wieder ein bisschen laufen. Sein Plan war, mit dem Bus zum Stadion fahren und dann... Du spinnst, hat seine Mutter sofort geantwortet. Das geht nicht, du bleibst natürlich zu Hause. Wie schade, hat Mats am Telefon gesagt. Dann frage ich meine Bruder. Vielleicht kommt er mit. Aus der Salto und andere Geschichten von Leonhard Thomas, Heuber Verlag.